fährst du frei. Sie haben Annette macht die Vorbereitung auf die Theorieprüfung. Die macht die Zahlenfragen. Wir sind dabei. Schauen wir ihr mal über die Schulter. Einen 3 Jahre alten PKW gekauft und möchten diesen privat nutzen. Die Hauptuntersuchung ist neu. Welche Frist gilt für die nächste Hauptuntersuchung? Hier muss man vorsichtig sein. Die Antwort ist nicht in Jahren zu geben, sondern Monate. Ja, da hat sie sehr schnell geantwortet. Die 130 Kilometer, das ist die Richtgeschwindigkeit. Das hat sie gut gemacht. Welchen Mindestabstand von einer Ampel muss ein Fahrzeug beim Halten einhalten, wenn diese durch das Fahrzeug verdeckt würde? Jawohl. Sie möchten am rechten Fahrbahnrand parken. Wie groß muss der Abstand zwischen der durchgehenden Fahrstreifenbegrenzungslinie mindestens sein? Ja, damit die anderen Fahrzeuge noch durchkommen, sie hat gleich mal die 3 reingeschrieben. Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche Masse? Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche Masse? Die 5,5 Tonnen. Das bezieht sich auf die tatsächliche Masse. Das hat sie gut gemacht. Sie fahren 50 Kilometer pro Stunde, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale. Sie fahren 50 km/h, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? Aufpassen, Anhalteweg ist hier gefragt. Annette hatte 40 reingeschrieben, überlegt noch, Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10, man muss also einmal den Bremsweg ausrechnen, normale Bremsung, plus den Reaktionsweg dazu, Geschwindigkeit durch 10 mal 3. Jawohl. Dann, wie schnell dürfen Sie mit einem LKW mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3 Tonnen mit Anhänger auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren? Sie hat sofort die 80 reingeschrieben. Der Anhänger ist das Entscheidende. Ja, das schaut gut aus. Jawohl. Gut gemacht. Hat euch das Video gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Bis zum nächsten Mal.